Hallo, es geht weiter mit dem zweiten Testspiel für das Turnier im Februar beim Rommeln in der Scheune in Bedburg. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen die Listen fast identisch wieder so spielen. Es hat trotzdem ein paar kleine Änderungen gegeben. Okay, ich fange mal an. Und zwar in der HQ wieder mein Leutnant mit einem Begleiter. Der Kommissar ist mit dabei, allerdings diesmal ohne Begleiter. Die Punkte haben nicht gereicht. Dann mein Standard-Trupp regulär. Ihr seht, ich habe mal mit dem 3D-Drucker hier solche verschiedenfarbigen Unterteller da ausgedruckt, damit man die, weil die sehr gleich aussehen, halt voneinander unterscheiden kann. In grün, weil sie grün sind, die zusätzlichen unerfahrenen Infanterietrupp, den ich ja umsonst dazu bekomme. Und jetzt eine Änderung, ich habe hier mal ein Maschinengewehr, leichtes Maschinengewehrtrupp mitgenommen. Insgesamt 7 Leute mit 2 leichten Maschinengewehren und dann hier hinten, die auch abknien, sind die Lader dazu. Okay, mit dabei ist der, Marineeinheit von denen, Schwarzer Tod, schön in ihren blau-schwarzen Uniformen. 10 Leute, alle mit Gewehren ausgerüstet. Dann habe ich einen Sturmpioniertrupp, so heißt der, und die haben einen Flammenwerfer mit dabei. Der abkniet, ist wieder der Lader, der dazu gehört, und die haben ansonsten haben die Gewehre und noch 2x Panzerfäuste, was sie ja laut des FAQs haben dürfen, und die fahren hier in diesem Truck rum. Dann habe ich 3x Panzerbüchsen. Ihr wisst vom letzten Mal, dass ich so ein bisschen darauf schwöre, weil ich weiß nicht, ob auf dem Turnier nicht viele Panzer kommen oder Panzerwagen, weil auch 2 Panzerlisten erlaubt sind. Deshalb sind die mit an Bord und natürlich auch in Schrecken, sage ich mal, von Veteranen, die nur eigentlich auf die 5 verwundet werden und dadurch schon auf die 3. Gut, dann auch eine kleine Änderung, den muss ich auch noch fertig malen, der kleine BA-64, und zwar in der geschlossenen Version mit dem schweren MG. Der ist Aufklärer, schwach gepanzert, also Nummer Panzerung 7, und den will ich jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Der ist auch Aufklärer und das werde ich auch ausnutzen. Und wieder hier hinten die mittlere Haubitze mit einem Spotter. Das sind insgesamt, ich glaube, 1249 Punkte und ich habe insgesamt 14 Würfel und wir schauen mal nach. Tommy, du hast gesagt, deine Liste ist so geblieben? Ja, genau. Also wieder First Lieutenant, ja, mit Begleiter, wieder Assault Rifle. Okay, du hast 2 Platoons, glaube ich, auch genau, wieder. 2 von denen. Okay. Genau. Dann wieder First Lieutenant, Begleiter, Assault Rifle. Ja. Das hier ist dann der Artillerie Observer, ja, mit Begleiter, auch Assault Rifle und Veteran, die beiden sind regulär. Dann ein Trupp, ich mache die Platoons jetzt einfach mal zusammen. Ja. Das ist ein Grenadier Squad. Ja. Mit, der Chef hat einen Assault Rifle, ja, LMG. Dann dahinter ein Herr-Squad, mhm, mit LMG, und der NCO hat eine Submaschine. Mhm, okay. Dahinter ist der Panzerjägertrupp. Mhm. Dann Panzer, ja. Dreimal da hinten die Panzerfäuste, ne? Genau. Und dann. Und der fährt, glaube ich, hier in diesem Truck, ne? Genau. Okay. Und da sind dann 2 Assault Rifles noch drin, diesen Veteran, 7 Mann. Mhm. Dann da hinten wollte ich die Brandenburger heute nochmal gucken. Also hier dieser kleine Fünfer-Trupp. Ja, ne? Dann wird noch was gemacht, mal gucken. Ja, klar. Dann wieder der T-38. Ja, hier der leichte, heute was mehr macht. Leichte Panzer, ja, der ist letztes Mal direkt in die Luft geflogen. Okay. Dann das Sniper-Team regulär. Mhm. Die Anti-Tank, Anti-Panzerwaffe. Panzerbüchse, ne, genau. Mhm. Auch regulär. Ja. Und der Opel Blitz oder Truck, ja, hat auch regulär, ja, und Panzer 4 regulär mit Schürzen. Alles klar. Okay, gut, schaut euch mal an, das ist, machst mal ganz das Buch runter. Wir haben wieder klar unsere kleine Platte, auch da wird sich bald mal was ändern. Wir haben wieder was Neues aus dem 3D-Drucker, und zwar haben wir uns mal hier so einen Fluss gegönnt. Und der hat auch nur 2
Möglichkeiten passiert zu werden. Das heißt, hier die Brücke, da ist die Brücke, ist jetzt noch im Drucker. Das bitte ich zu entschuldigen. Und wir haben hier so einen Überweg, wo Steine drin liegen. Alles andere ist unpassierbar. Wir wussten auch gar nicht, was für eine Mission wir spielen, und wir wollten einfach mal auch diesen Fluss ausnutzen. Dann haben wir da hinten zwei Gebäude, und hier in dem Bereich ist schon mal ein bisschen was zerbombt worden. Wir haben jetzt auch extra mal nicht ganz so viel Gelände geholt, weil wir auch gehört haben, dass es auf den Turnieren vielleicht auch nicht so üppig aussieht, damit man halt auch den Spielfluss halt ja auch nicht hemmt. Hier haben wir auch nochmal neu ausgedruckt oder beziehungsweise neu. Das sollen solche überhohen, schwer begehbaren Hecken ausnutzen, die es auch in Frankreich sehr gab. Also hier, die sind blickdicht, man kann nicht durchgucken und man kann die auch nicht einfach so überwinden. Die sind halt zu dicht. Natürlich dürften amphibische Fahrzeuge hier den Fluss ganz normal überqueren. Da gibt es ja auch einiges bei den Deutschen, so einen Schwimmwagen, ne, und so weiter, oder halt auch bei den Japanern und so weiter gibt es einige, die amphibisch sind. Den Schirm, den DD-Schirm, ja, der könnte es eventuell auch sein. Und wie gesagt, also die Hecken dürfen nicht überwunden werden, und nur ein Sherman oder ein amerikanischer Panzer mit diesen Heckenschneidern, die könnten natürlich auch da drüber fahren und die Dinger kaputt machen. Wir haben als Mission die Mission 6 erwürfelt. Also wir haben das jetzt wirklich so gemacht, dass wir auf dem Turnier wird auch zufällig was insofern ausgewürfelt, und das ist Zerstörung. Das heißt, wir müssen hier so eine Stellung aufstellen, die wir dann so als Führungsbunker. Wir haben hier einmal diese kleine Ruine, die wird natürlich noch platziert, und wir haben hier diesen Sandsackhaufen mit diesen Fähnchen markiert, dann dürfte es eindeutig sein, und uns muss es gelingen, halt den kaputt zu machen. Das ist natürlich jetzt mit diesem Fluss ein bisschen schwieriger, weil es nur zwei Stellen gibt, wo man drüber kann. Wird das nochmal richtig tricky, aber das macht bestimmt Schweinespaß. Und wir stellen, würfeln mal gerade aus, wer anfängt, seinen Bunker aufzustellen. Ja, dann stelle ich den zuerst aus. Auf was will ich mir nehmen? Ich bleibe hier auf der Seite mit den Häusern und platziere meinen Bunker. Ja, auch hier nah von dem Haus, nutzt die Telefonanlage von dem Haus, haha. Und Tommy, wo setzt du den hin? Da kommt er hin, das Teil muss zerstört werden. Okay, ja, okay, dann werde ich über die Flanke, werde ich dann meine Sturmpioniere kommen lassen und den kleinen Bobbitsch da. So, und bei dir? Bei mir ist es der T-38. Okay. Die Reserve bleibt und der Truck mit dem Panzerjägertrupp. Genau. Also ich habe ja gesagt, du machst Reserve, ich mache Flanke. Ja. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich noch aufschreiben mit dem kleinen Zettelchen, von welcher Seite der die insgesamt kommen. Okay, wir werden dann die Würfel reinmachen, die nicht insofern in Reserve sind, und sehen uns quasi dann nach der Aufstellungsphase wieder. Bis gleich. Okay, Aufstellung ist vorbei. Und zwar, hier ist mein regulärer Infanterietrupp. Hier ist die erste Panzerbüchse drin. Hier ist die mittlere Haubitze. Hier in grün sind meine unerfahrenen mit den Molotow-Cocktails. Der Schwarze Tod hier an der Seite, die SU 152 ist, ESU 152 ist hier, hinten dran ist der Chef und der Kommissar. Hier in dem Haus haben wir drin zwei Panzerbüchsen, der muss natürlich hier schön aus dem Haus rausgucken, und hier der Spotter
der alles schön im Blick hat. Hier ist das leichte Maschinengewehrtrupp. Und wie gesagt, in Reserve ist da hinten noch der Sturmpioniertrupp und der BA-64. So, bei dir, hier vorne. Herr Infanteriesquad mit LMG. Ja. Der erste HQ. Ja. Antipanzerwaffe. Ja. Sniper-Team. Ja. Brandenburger. Mhm. Panzer 4, wieder Chef. Mhm. Artilleriebeobachter. Jawohl. Und Grenadiere. Alles klar. Na, bei dir ist noch das, die Panzerbeuster. Opel Blitz und T-38 Reserve. Und T-38 auch noch. Die kommen aber ganz normal hinten über deine Kante. Ne? Bei mir kommen sie über die Flanke. Ich habe die markiert, dass man dann auch sehen kann, über welche Kante sie kommen. Okay, so, dann geht's alles zurück in den Würfel und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, es geht los. Sagst du immer direkt an für die Kamera, wer dran ist? Ich habe den ersten Würfel. Okay, alles klar. Das ist ein Feuerbefehl mit dem Geschütz in einer Seitenpanzerung und das MMG auf den Trupp. Ja. Gut. Das heißt, es war 36 Zoll, ne, meine ich. Schwere Haubitze, ne? Schwere Haubitze? Schwere Pack, ich meine noch mal zusammen. 12 Körper. Auf die 4, komm. Und Seiten, hier ist noch geschlagen, ne? Erst auf die 4 hier. Treffe? Ja. Jetzt hatte ich, glaube ich, Stärke 10, ne? Ne, du hast plus 6. Plus 6. Seitenpanzerung, kriege ich eins dazu, oder hat der Schwert? Ja, Würfel mal. 6, 3, der hat 10 an der Seite würfeln. So, 2 minus 3 ist 1. Ist halt insofern, kriegt noch einen zusätzlichen Pin, hat 2 Pins und ist down. Okay. Der kann nicht zurückfahren, deshalb bleibt er auf der Stelle stehen. Das haben wir das letzte Mal auch vergessen. Ach, wenn der Murabit das nicht schafft, muss er zurückfahren, ne? Genau. Nee, wenn er getroffen, ja, down. Dann auch? So, weiter, komm. Okay, dann das RMG in den Trupp. Ja. Wo mehr als 18 Zoll ist. Ja, auf alle Fälle. Lange Reichweite. Der Panzer war ja gerade mal 36 Zoll. Also, dann auf die 4. Ich nehme mal regulär, ne? Das sind die grünen, ne? Das ist ja extra, also das heißt auf die 3. Dann eine 6. Ja. Einer tot. Okay. Gleich so. Gut, dann kriegen wir einen Feuerbefehl. Und zwar schieße ich auf deinen Panzer. Ja. So, dazu machen wir dann als erstes mal einen Panzer-4-Test. 9 sind sie down. Das fängt ja gut an. So, nächster Würfel. 36,2. Müsste passen. Ja. Diagonal. Nicht? Ja, okay. Ja, okay, komm. Okay, auf die 3. Auf die 4. Nein. Okay. Auf die Pin bitte. Ja. Okay, dann schießt hier die erste Panzerbüchse auf deinen Panzer, genau, 36 Zoll. Jetzt
Ja, bis zur Hausspitze. Das heißt erstmal einen Test. 8, er ist regulär, mit Tank 4 hat er es geschafft. Lange Reichweite auf die 4, das war es aber auch schon. Da liegt die 4, das heißt Pin mit minus 2, der hat eine Panzerung von 9. Kann ich nicht ankratzen, einen Pin. Okay, dann nächster Würfel. Ich? Mhm. Meine Pack. Gebt dir ein Feuerbefehl. Das ist keine Pack, das ist eine Panzerbüchse. Panzerbüchse. Und schießt damit die Frontpanzerung von deinem Panzer. Ja. Lange Reichweite. Aufladereichweite. Ja, Softcover auf die 5. Genau. Da liegt die 5. Ein Pin bitte. Ja, Pin also. Kann ich glaube ich noch nicht durchkommen, ne? Nee. Gut. Okay, dann. Versuche ich den ein Feuerbefehl zu geben, auch auf deinen Panzer. 36 Zoll passt. Das heißt, auch hier ist wieder Panzer 4 mit einer 3 geschafft. Ich brauche wieder eine 4. Da liegt die 4. Nächster Pin. Und das war's. Ich? Mhm. Deutschen sind dran. Der Herr Squad kriegt eine Advance und würde den Druck gerne beschießen. Ja, okay. So, 24 Zoll. Ja, die vordersten nehmen dann nicht mehr. Und das LMG mit 5 Schuss. Das ist dann 18. Ja, das nee, ist alles. Alles in der Reichweite. Okay, also das 1. Der Lader ist hier. Du bist aber hier hinten, aber trotzdem zweiter Reihe. Das heißt, ein Gewehr, zwei Gewehre. Und 5 sind 7 Schuss. Bewegt. Lange Reichweite. Auf die 5. Also, ne? Schon mal Pin. Ja. Regulär? Ja. Oh. 2,6 nochmal. Und nochmal 2,6. Das ja, ist ja. Einmal ein LMG und einmal der Chef. Und noch uns einer. Das war mein lieber Mann, Huda. Das war nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Harter Schlag, schon ein LMG raus. Ich bin als nächster dran. Gut, dann versuche ich mal denen hier einen Feuerbefehl auf die zu geben. Das heißt, erstmal einen Test mit Blatt 3 auf alle Fälle geschafft. Das heißt, der Pin ist weg. Und wir haben jetzt 4 Schuss vom. Und ein Lader ist ja noch dabei und ein Normalo. Das heißt, insgesamt 5 Schuss. Nicht bewegt, lange Reichweite auf die Vieren. Ja, das sieht schon mal schlecht aus. Und das waren. Reguläre, also wieder auf die Vieren. Oh, da ist eine 6 dabei. Nein, 2 Tote. Naja, mal ein bisschen revanchiert. Okay. Ich würfel mal noch gerade hier für meine. Kriegen. Genau, zack. 4, passiert nichts. 5 und 6 werden sie regulär. Du bist dran. Ich bin dran. Ich versuche die Panzerbüchse. Zweite Panzerbüchse auch. Dies kommt jetzt da wahrscheinlich nicht an. Das heißt, ich schieße dann nochmal auf diesen Trupp. Panzer 4 Test mit einer 5 geschafft. Das heißt, ein Schuss, lange Reichweite auf die 4.
da liegt die 5 und auf die 2. Gut, next one. Ich? Mhm. Der Trupp bleibt im Wald drin, kriegt einen Feuerbefehl und will auf die schießen. 26 soll wahrscheinlich nur links ankommen, ne? Genau, 24 ist zu weit, also lange Reichweite fürs, ja, fürs Maschinengewehr. Ein Schuss mehr, also 5 Schuss. Ja. Dann noch die 4, ne? Ja. Pin. Ja. Und eine Tour. Ich? Mhm. Die kriegen einen Run-Befehl und rennen weiter. Okay. Und du? Ich bin dran. Dann aktiviere ich die Jungs. 10 sind sie down. Und du? Dann kriegen die einen einen Advance-Befehl in die Richtung und schießen auf deine Jungs da im Wald. Okay. Eine 7, Chef ist in der Nähe, eine 9, einen Pin weg und Panzer 4 passt aber immer noch. Ne? Die haben 8, durch den Chef haben sie 10. Hatten einen Pin, 9, Panzer 4, 8, 8 haben sie, hat das geklappt und ein Pin ist weg. Das heißt, sie bewegen sich, 6 Zoll. Da hat man doch noch so ein Möppelchen. So, dann schauen wir mal. 24 Zoll kriege ich 4 rein. Bewegt. Und nachfahren. Genau. Und leichte Deckung. Genau. Ja, also auf die 6. Ja. 4 Stück. Halt nix. Ich gebe dir den Feuerbefehl. Ja. Chef hinten dran und da sind noch welche hinterm Haus. Genau. Die Brandenburger down. Okay. Du. Okay, dann muss ich gerade gucken, wie sieht's aus, was würfeln wir, eine 7. Ein Randbefehl, ne? Chef ist hinten dran, haben E10. Ach, deine Marine. Und die Tiger mal. Down. Okay. Jetzt habe ich aber keine. Nee. 2 Stück habe ich noch. Okay. Dann kriegt der. Gucken wir erstmal. Der Kommissar hat es geschafft. Und kachelt quasi hier hinterher. Und der Chef sieht deinen Panzer gar nicht. Der rennt quasi auch hier hinterher. So, dann haben wir die beiden Würfel da dran. Dann endet auch die Runde 1. Und zack, hier. Ja, okay. Kann reinkommen, muss ja trotzdem testen.
Ich muss mal jetzt rein, dann deine. Ja, aber wenn die kommen, musst du testen. Meine kommen nicht rein. Okay, wieder auf Ausgang. Ich schlag, ob er kommt. Ja. Auf eine 6 kommt auf volle Fälle. Dann haben wir die automatisch und dann wird auf der Tabelle gewürfelt. Der Artillerieschlag kommt mit einer 6, 7 Zoll. Das heißt, hier nicht, der 7 Zoll auch nicht. Und der Panzer ist drin. Der Panzer ist voll drin. Und ja, dann würfeln wir für den Panzer. 1 bis 5 ist Pins und ab einer 6 wird es interessant werden. Also dein Panzer? Eine 3, dann mache wie 3 Pins. 3. Okay. Ja. Wer war noch drin? Nix. 7 Zoll. Sind wir dran? Dann musst du. Alles andere ist 7 Zoll und die sind weggerannt. Okay, dann haben wir das und es geht los mit der zweiten, oder wir sind schon in der zweiten Runde. Und schwarz. Ich gebe den wieder einen Feuerbefehl. Wen dem? Den Panzer? Den Panzer 4. Okay. Kriegt einen Feuerbefehl und das ist nicht die erste Deckung, dann geht das auf. Ja. Dann würde ich das MMG würde da drauf schießen und der wieder die Seitenpanzerung. Okay. Minus 2, Moralwert. Regulär, also 9, also auf die 7. Bleibt dabei wegen dem Transport. Also auf die 9. Ja. So, dann aber diesmal auf die 5 wegen einem Pin. Nein. Und dann 6 Schuss. Mhm. Lange Reichweite, ein Pin. Das war's. Mhm. Ein Pin auf jeden Fall. Und das sind ja Veteranen. Ne? Genau. Das war's. Ich. Dann. Die Anti-Tank-Riffle mit Feuer. Auch auf den Panzer. Geht auf die 4. 5. 5. Okay, 5. Da liegt die 5. Ja. Ja, weiter geht's ja nicht. Ja, mal kurz fahren. Einser hält. Okay, also, du hast ja geschossen. Werft ihr einen W6? Ja, du hast doch geschossen. Also nicht das Öffnen. Genau. Du hast doch mit der Panzer. Also bei 1 bis 3 kriege ich einen, ne? Also kriege ich einen. Die 6 habe ich schon hingelegt. Ein Pin, bei der 4 plus wird das ignoriert, ja? Genau. Okay, so, dann geht's weiter. Ich muss nochmal fragen, wenn ich auf die Dings schießen würde, die hat Gunschild, also schon mal minus 1, die wird erhöht. Gunschild ist für verbunden. Verbunden. Wenn ich jetzt erhöhte Position, könnte ich drüber schießen quasi auf die. Müsste 1 Zoll müsstest du drüber sein. Also auf was würde ich dann verwunden? Auf die 5 und dann, ne? Auf die. Sind regulär, denke ich mal, und ganz schön dann nur plus 1 aus die 5. Ich mache es. Und wenn, okay. Wenn ich dann den Ladenschützen wegmache, wäre auch die ganze Haubitze weg, ne? Der Schütze, okay. Du. Ach, soweit. So, soweit. Kannst du hinstellen. Gut. Nächster nochmal. Der Trupp hier advanced und würde wieder auf den Trupp schießen. Okay. Erstmal Moraltest. Da ist wieder der First Lieutenant dahinter, also plus 2 auf den Moral. Und dann die advanced. Passt, geht ein Pin weg. So, dass ich an der Hecke so möglichst dran stehe. Ja, so ungefähr. Dann das mal. Dann noch. Ja, danke. Dann müsst ihr wohl an so zu dem stehen. So,
wirst du, denke ich mal, wird nichts sein. Das heißt, alles deine Reichweite. Dann sind das der nicht, dann sind das zwei Gewehre plus 5 sind 7 Schuss. 2, 4, 6, 7. Okay, ich sag an, down? Dass ich mit denen down gehe. Okay, das heißt, bewegt, lange Reichweite, down. Doppelte 6. Okay. Eine 6, ne, 2 Sechsen. Gut. Rot. Okay, ich versuche nochmal hier, die kriegen über den, die sehen den E. Wo bist du? Ich schieße auf deinen Panzer nochmal. Okay. Erstmal den Test. 8 minus 1 ist 9. Haben wir's. Okay. Auf die 4. Da ist die 5. Das ist schon mal gut. Kannst du ihn zerstören? Klar. Klar kann ich ihn zerstören. Was aber vor allen Dingen wichtiger ist. Ich kriege da eine 2 Peoples damit runter. Das heißt. Mittlerer Bitze HE3, ne? Genau. Bedeutet. DSK von. Plus 3. Also. Auf die hinteren sind beide tot. Hier, deine beiden Mannequins, da der Chef. Ja. Dann würfelt, glaube ich, raus, ne? Ja. Und jetzt, also plus 3 auf die Bronzepanzerung, also auf eine 6, würde was passieren. Da liegt die 4, Pin hat er nur einen Pin bekommen. Ja. Okay, gut. Dann geht's weiter. Nochmal ich. Gut, die schwarze Garde bekommt einen Advance-Befehl, die geht hier rum und beschießt einen Scharfschützen. Okay? Okay. Wir gucken nach. Das ist eine 6 mit dem Chef hinterher für Tiger 4. Pin kommt weg. Und sechs Zoll, das ist ungefähr so hier. Das ist, ach so, das ist Schaffe. Mal gucken. Zack. So, dann schauen wir einfach mal von hier. 24 Zoll passt. Ja. So, das heißt. 10 Gewehre, bewegt, lange Reichweite. Kleines Team, hat aber Doppel 6. Doppel 6. Der Chef hat auch ein Gewehr? Ja, wenn ich sage alle Gewehre, dann ist der Chef damit dabei. Ja, das ist blöd, die gibt es nur aus Zinn mit vielen MPs drin. Da muss man sich schon 2 Packungen holen. So, da sehe ich 4, 5, 6 Sechsen. Und jetzt? Regulär? Ja, nee, ich muss jetzt ja nochmal eine 6. Ja, stimmt, ja. So, da ist eine 6, das heißt, sie werden gepinnt. Und regulär? Auf die 4. Auf die 4. Nein. Weil ich die 1 auch gepinnt. Gut, der nächste Würfel wieder rot. Wieder rot. Dann. Gut, dann versuche ich Panzerbüchse. Diesmal machen wir es aber richtig. Auf deinen Panzer. Ne? Das heißt erstmal Panzertier. 4. Alles klar. Klappt. Das heißt lange Reichweite auf die 4. Da liegt die 2. Ach, ich hätte dann auch auf der Dings auf der 3 bekommen, ne? Ja, ja, alles gut. Ah, ich bin nochmal dran. Der auf deinen Panzer. Panzer 4. Nice. 11 ist er down. Okay.
Platz. Du hast der Trupp ist noch nicht und deine Leben auch nicht, ne? Genau, und noch eine Panzerbüchse, noch mein Panzer, noch der Chef. Okay, dann kriegen die einen Feuerbefehl, schieß nach deinen Rekruten. Ich hatte einen Assault-Rüffel, ja. Die kommt aber nicht ran, wo steht die überhaupt? Da. Nein. Kommt 24 diesmal ran. Ja. Okay, dann sind das nur 5 Schuss. Okay. Lange Reichweite auf die 4. Ein Pin. Grün. Die 3. Eine 6. Zwei Tote. Okay. Rot. Dann versuche ich dem einen Rallye-Befehl zu geben. Ja. 10 plus 2 minus 1 kommt hin. Na? Also der Chef ist ja noch näher, kriegt er plus 2, wegen Panzer 4 kriegt er 1 weniger. Hat er es gerade so geschafft. W6. W6 plus 1, 3 weniger. Hat er noch? 3, ne? 3. So, dann schwarz. Dann mit denen. Renn ich sogar mit denen. Wenn die advancen und versuchen die zu beschießen. Radarlinie nach vorne. 6, 12. Zoll, einer sollte es. Oder? Ne? Weiter. Okay. Rot. Dann. Der Chef. Der Chef. Der will sich hierhin zurückziehen. Mit 9. Mit Panzer 4 hat das geschafft, der ist Veteran und bewegt sich hier hin. So. Ach, der war von dem Schützen im Haus und der ist vom Chef. Ja. So. Ja. Schwarz. Observer. Der kriegt einen Randbefehl und einen Transbefehl. Ne, der kriegt einen Randbefehl. Mhm. Und rennt einfach gerade vor. Ja. Okay, rot. Gut. Dann. Versuche ich ihn zu aktivieren. Kommissar? Kommissar? Ja. Der kriegt einen Randbefehl hier hin und hat eine 8. Chef ist noch in 6 Zoll. Frage gerade, kannst du durch Mauern durchrennen? Advanced, ne? Advanced, okay. Ah ja gut, und hier ist eine Lücke, ne? Okay. Ansonsten müsste ich advancen. Gut. Also das müsste ich genau, aber da ist ja jetzt extra die Lücke, die ist ja auch so gemacht. So, dann jo, hier. Wir sind Kommissar bei den Rekruten und Filmen. Ja, genau. Ich bin nochmal dran. Ja. Dann würde ich gern die Rekruten aktivieren, advancen und auf dieses Team schießen. Jo. Das heißt, mal testen. 7. Ein Pin, Panzer 4, nee. Nein, gut, dann schießt ein. Wird einer erschossen, ich habe da gar keine Wahl. Und, nee. Hab's trotzdem nicht geschafft, also Daumen. Okay.
schwarz. Ja, ich habe eine Reserve, hat man gehört. Ne? Ja. T38. Mhm. Ich würde sagen, kommt hier mit einer Advance rein. Ja. Ja, auch so, weil er gerade schießen kann. Und dann würde der auf deine Marine schießen wollen. Okay. Zielschuss. Bewegt und nach Reichweite. So, auf die, den schwarzen Tod. Auf die 5. Das heißt schon mal Pin. So, und 4. Und auf die 5. Ja komm, 5. 6. Ja, wirf nochmal. Ne. Ja. Okay. Nochmal. Hast du eigentlich für Reinkommen gewürfelt? Ja. Ja, dann kommen wir Opel Blitz rein. Ja. Bevor es aber reinkommt. Kommt rein. Und mit einem Ranbefehl. So, und dann geradeaus. Ja. Okay. Schwarz. Down. Dann habe ich, glaube ich, keine mehr. Ne? Okay, rot. Okay, dann will mein Panzerteam auf deinen Opel Blitz schießen. Ich muss erstmal gucken, dass ich es aktiviert bekomme. Etwa 6 Gramm Problem. 5 sogar. Das heißt, das dürfte nur lange Reich, ja, es ist lange Reichweite. Das heißt auf die 4. Da liegt die 5. Und dann da liegt die 3. Los, was? 5 Kammer war 6, du bist. Dann habe ich eine 5. Also minus plus 2. Wir schauen nach. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ich bin noch dran. Das heißt. Ja doch, ich habe noch einen Trupp, ich kann. Hamburg habe ich noch. Ah, die waren die meisten. Okay. So, gut, dann 2 Pins. Gut, ich würde mit dem Dings 3 Pins, wäre ich auf der 6. Das heißt, ich gebe den Rallye-Befehl. Ja. Hölle, so, und noch einmal schwarz. Dann war das die Runde. Okay, gut. Dritte Runde. Wir schauen uns mal kurz an, wie es insgesamt aussieht. Und zwar hier der Trupp ist down. Die Panzerbüchse hat nichts gemacht. Die waren down, weil sie es nicht insgesamt geschafft haben. Dann der Panzer hat 3 Pinmarker verloren. Chef ist dabei und die Panzerbüchsen haben ein bisschen was gemacht. Da hinten der Trupp ist down und hier der Schwarze Tod hat einen Pin, ist nach vorne gegangen und hier ist der T30 vorgekommen und hier konnte der Cheftrupp ausgelöscht werden, also der First Lieutenant. Mit dem Treffer auf dem Panzer und die verstecken sich hier auch noch im Wald und die sind hier nach vorne gekommen. Okay, so, dann geht es jetzt in die dritte Runde. Ich bin dran. Dann würde ich sagen, Moment, haben wir überhaupt auf Start? Ja. Gut, jetzt ist die gute Frage. Ich gucke über die Hecke, kann die sehen, kann allerdings nicht durch die Hecke, sondern muss drumherum laufen. Dann
Ja, würde ich sagen. Ich sage einen Angriff auf deine Jungs an. Mhm. Auf den Druck? Auf, ach, da ist ja noch ein First Lieutenant. Also das ist der normale bis hier, oder? Ja, HQ. Genau. HQ-Trupp. Die sind Veteranen oder regulär? Beides regulär. Beides regulär. Dann. Den Resort Riffle 20. Genau. Gut. Den greifst du an? Dann mache ich das überhaupt. Ja gut, dann greife ich mal deinen Chef an. Kannst du Abwehrfeuer machen? Ach, stell mal an, der Fuß der Kamerad wird das machen, ne? Doch, die haben einen Pin, du hast recht. Dann machen wir das erstmal. Das war nur bei den. Wenn wir drin sind, ja. Mit ja. Dings haben sie es geschafft und dann geht sogar der Pin weg. Okay, dann mache ich mal Abwehrfeuer. Ja, genau. Ja, vier Schuss, komm, vier Schuss auf die. Okay. Ach, du kannst es doch mal schaffen. Ja, ja. Okay. Auf die vier. Wieder zurück. Ich glaube, das gibt Abwehrfeuer gibt Pin, was ich mal. Egal. Ein Toter. Jawohl. So, dann außenrum, ja, locker. Das heißt 1, 2, 3, zack. Eins soll von mir wegbleiben. Und du verteidigst nichts. Also, bedeutet, ich würde deine Stellung nicht, dann nicht zurückschlagen. Genau, erstmal nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt auf die 4, ne? Ja, alles klar. Krieg ich einen schwarzen Würfel mit? Ja. Ich bin wieder dran. Dann gib mir mal noch 2 Würfel raus, bitte. Genau, einer ist für die Panzerbüchse für den Chef und für den Singleskirchens 3 findest du mir zu viel. Ich versuche nochmal den Panzer zu reparieren. Ja. Das schaffe ich. Und dann sind alle Pins weg. Was kriegt er eigentlich dann als Befehl an Ready? Ja. Der ging nee, nee, ist okay. Okay. So, mein Chef. Mein Chef, der hat nichts zum Schießen. Dann. Den haben wieder beide Gewehre, ne? Ne, der hat nichts. Wo soll er denn hinschießen? Ich meine, er hat Gewehre, denke genau. Ich. Dann geht der, obwohl da steht er eigentlich auch noch. Ja, der geht hier bei den links. Und dann die Panzerbüchse. Die Panzerbüchse, ja, ich kann nicht da drüber schießen, weil da meine Leute stehen. Das heißt, meine Panzerbüchse schießt auf deinen Panzer. Okay, auf die 4. Ja. Erstmal gucken. 9 hat er geschafft, weil Chef dabei steht. Ja. Und nein. Auf die 3 schafft er nicht. Das war, wo war der? Hier, genau. Okay. Nochmal ich. Nachgelesen, Neuformierung. Das ist eine 6, das ist optimal, weil dann werde ich mich da von denen so ein klein bisschen absetzen und dann sind die weiter als 6 Zoll. So, so ne, aber genau, angeführt für. Also sollte jetzt weiter als 6 Zoll sein. Weil du vorhast, in den Nahkampf zu gehen. So, wir müssen überlegen, was du machen wolltest mit dem einen Würfel. Achso, genau. Einen Würfel. Jetzt, genau, jetzt hat aber, dann würde ich gern hier, die Panzerbüchse hat jetzt freie Sicht auf deinen Opel Blitz. Ja. Ich versuche sie zu aktivieren. Mit einer 9. 10. Ja, Chef. Ne, Chef zählt. Ne, nicht geschafft. Alles klar. Also down, nächster Würfel. Flanke war immer zu Beginn der Runde, ne? Ne, Flanke ist ja nicht der Würfel. Dann
würde ich die Trupps, den Trupp hier rausholen. Ja, doch, was mit sowas kann. Und zwar muss ich advancen. Wo ich könnte auch ran. Befehlen will ich das? Moment. Nee, ran geht gar nicht. Raus kann ich nur advancen. Besser ran. Okay. Ja, ich bin weg. Ich bin jetzt weg. So, dann steigen die 6 voll aus. Hier stehen. Ist nicht so weit. Ja, bin ich. Ist wirklich nicht so weit hier. Ne, passt. Okay. Jetzt wird interessant. Auf die 3. Okay. Und die Sturmwaffen auf die 2. Weil Bewegung nicht zählt. Also in der 2 sollte es. Ja, dann hau rein. Okay, dann erstmal die 2 Assault-Würfels. Genau, auf die 2. Ja, sehr schön. Pin. Ja. Und dann habe ich noch. Das ist noch 4, sondern also 7. 4 Gewehre auf die 3. Ja. Ja, und noch 2 dazu. Dann 1 war ja eben dabei. Dann auf die 5. Jo. Das wären schon mal 4, eine 6. Ne, 4 Tote. 4 Tote. Okay. Ich. Mein Panzer durfte sich nur einmal drehen, ne? Ja. Das heißt, ich könnte nur ein Geschütz drauf schießen. Oder nur ein MG. Will ich das? Nee, will ich nicht. Dann würde ich den Panzer advancen. Mhm. Und würde den Beschuss aufteilen. Und zwar einmal auf den und einmal auf den Kommissar. Ja. So ungefähr in diese Richtung. Testen muss ich nichts, ne? Dann messen wir mal. Müsste aber alles, dann kommt denke ich mal ein bisschen alles zurück. Ich messe mich, habe ich ja schon mal vertan heute. Ja, ja. Das heißt, bewegt lange Reichweite, ne? Ja, kommt davon, mit was du anfängst. Nicht noch beides Energie. Ja, nur der Kommissar ist dann das Ziel. Dann der auf die 6, ne? Genau. Der 6 Schuss. Ja, Pin. Mhm. Regulär, ne? Auf die 3. Ja, warte. Ja. Grün drüber, ne? Ja, ja, egal. Tot. Würfel raus. So, und die dann aber auf die 5, ne? Bewegt lange Reichweite, ja. Und ein Toter. Mhm. Den Würfel hast du dir gegeben, ne, für den Kommissar? Ja, ja. Was hier fürs Ausgang? Road. Ja, versuche ich die trotzdem mit dem Advance zu bewegen und schieße dann wieder auf deinen kleinen Trupp da. Okay. Langsam so down. Ich? Dann nehme ich die Jungs hier, hm? Gebe denen einen Feuerbefehl. Hm? Ne, ich gebe den. Okay, ich hab's gesagt. Feuerbefehl auf die Jungs. Hm? Moraltest, minus 1, regulär, also auf die 8. Passt. Kurze Reichweite. Jungs ist auch drin, ne? Dann sind das 16 Zoll, ne 18 Zoll, ne alles kurze Reichweite. Dann sind das 1, der 3, 4 und 15, 9 Schuss. Die 3, ne? Ja, auf jeden Fall ein Pin. Ja, ein Pin. Das war's?
Ein Crit. Okay. Und Veteran. Also so viel Treffer gehabt, echt? Okay. Zwei Tote. Jetzt müsstest du Moral das machen. Okay. Geschafft. Okay. Will die Panzer Büchse auch nochmal auf deinen Panzer schießen. Mit 7 hat es geschafft. Quasi auf die 4. Da liegt die 5. Ich wirf. Nee, du würfelst. Okay. 5. Nickes. Schade. Gut, nächster Würfel. Okay, ich versuche den Advance-Befehl zu geben. Jo. Mit einer 6 habe ich es geschafft. Bin weg und schieße auf die Jungs hier. Alles klar. 6 Zoll. Beleg, Range, Reichweite auf die 6, kleines T. Das sind insgesamt 10. Ja, würfel mal. Pin mache ich gar nicht. Ich brauche meine zweite Liste noch voll. Veteran. Veteran, 4 Sechsen waren dabei. Und auch die 5. 2. Und Würfel kommt raus? Habe ich. Okay, dann. Gut, die haben keine Pins mehr. Das heißt, die schießen auf die Jungs. Minus 2. Ja. 7, 9 passt. Weil regulär. Das heißt, 4 Schuss und ein 5. Das ist nur lange Reichweite. Auf die? Genau, auf die 5. Quatsch, auf die 4. Lange Reichweite auf die 4. Okay, 2 Sechsen. Also schon mal Pin. Regulär auf die 4. Nein, aber Pin. Okay. Das war für den Truppen. Dann schieße ich mit Deckung auf den Trupp hier. Mit dem Dingsbücher leichte Deckung. Ach, das ist der Beobachter, ne? Kann ich sie sehen, aber ich kann ja eh. Du kriegst ja nur leichte Deckung, das heißt ja nicht, dass ich die nicht sehe. So. Das heißt 7 haben sie geschafft, also für den Panzerfeld-Test. Und das dürfte lange Reichweite sein. Deckung auf die 5. Schade, schade, schade. Ich? Mhm. Feuerbefehl auf den Sniper. Minus 1, 9, 8. Schafft. Okay. Auf die 3. Ja. Auf die 4. Und dann nehme ich den Chef raus. Jawohl. Chef ist draußen. Dann meiner einer. Ich versuche mit dem Fahrzeug reinzukommen. Wir machen einen Test. Eine 7 haben sie geschafft, minus 1. Ne? 9 hat er normal. Brandenburger minus 1. Von der Flanke minus 1, 7 passt. Ne? Okay, gibst du mir den LKW. Der ist regulär. Der ist regulär. Der kommt hier rein. Okay, dann gebe ich jetzt den Befehl Advance und auf die schießen für die Insassen. Stehen hier so point blank. Flammenwerfer war noch nach oder davor mit der 1?
Erstmal schieße ich und wenn ich dann... Also nach dem Schießen? Nach dem Schießen. Okay. Gut. Voll am Pflanze war drin, ne? Ja, genau. Dann... Oh, ich habe böse Erinnerungen. Ja, ich hoffe, du hast jetzt nochmal böse Erinnerungen. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Machen wir erstmal den Flammenwerfer, weil er bewegt auf die 3. Jawohl. Nein. So, dann habe ich getroffen. Das sind nicht ein Treffer, sondern das sind 5 Treffer. Ach, guck mal. Ja. Ja, komm, das kommt ja gleich jetzt. Vielleicht brauchst du es gerade. So. Ich hoffe mal immer doch. So, das heißt, ich glaube, minus 3 wären das also auf die 2. Ne? So, das heißt... 4 Tote. Das ist, ich glaube, direkt W3 plus ein Pin. Das heißt, 2 Pins bekommen die. Ach, jetzt kommen nochmal Pins dazu. Ne, das sind 2 Pins kriegst du dazu. Du kriegst 2 Pins. Anstatt 1. So, also 4 Tote schon mal. 4 Tote. So, dann ist einer, dann habe ich noch 4 normale Gewehre. Ja. Bewegt. Point blank auf die 3. Ja. Und auf die 5. Keiner. So, okay, dann 4 Tote. 2 Pins und 4 Tote, ne? Genau. Und sofortiger Moraltest. Ja. Am Moralwert von 10, weil sie Veteranen sind, auf die 8. Aber selbst dann hätten sie es auch. Okay. Und jetzt müsstest du aber würfeln wegen. Genau, ich würfel meine 1. 6 passiert nichts. Alles klar. So. Ich. So. Advance. An. 24 kommt an. Und die 18 muss ich wieder getrennt würfeln. Die ist nur lange Reichweite. Ja, nur lange Reichweite. Ja, schon mal ein Treffer. Dann LMG von 5 Schuss bewegt. Lange Reichweite auf die 5. Und also die Jungs da unten haben dann auf 4 geschossen und auf die 4. Das sind 2 Tote. Okay. So. Ich. Aktiviere ich meinen Panzer mit einem Feuerwürfel. Ja. Soll ich nicht wieder den Seitenpanzer umschießen? Ja, komm, wieder die Seitenpanzer um und das NMG schießt auf. Die Jungs. Ja. 5, ne? Ja. So, erstmal machst du einen Befehlstest auf die 7. Ja. Ja. Ein Pin weg. So, dann 5 Schuss. Ja, 6 sogar, ne? Lange Reichweite, Deckung und Pin auf die 6. Ne? Okay. Und dann 6 Schuss. Lange Reichweite, Pin auf die 5, ne? Auf jeden Fall Pin. Okay, jetzt sind wir hoch auf 3. Und 2 Tote. Okay. Und dann das erste Schiff aber. So, Hamburg. Hamburg, genau. Die kriegen was irgendwie. Ich glaube einfach Run-Befehl. Aber wohin? Da in die Richtung. In diese Richtung? Nee. In diese Richtung. Da kommst du ja. Panzer vorbei. Okay. Hm? Muss ich da auch Panzer Abstand halten? Ja, ne? Nee, also wenn du vorbeiläufst, du darfst nur in einem Zoll stehen. Das war ganz schön gequetscht. Ja, ich mach Gänsemarsch. Ja, okay. Ja, dann hast du den letzten. Okay, versuche ich. Ein Come in. Geschafft. Auch geschafft. Also, dann kommt mein Bobbitch
Der reguläre kommt hier rein, guck aufs Schildchen statt links. Ja. Und dann kommt der hier reingefahren, 1 Zoll Abstand. Und dann schießt der mal auf deine, mal gerade gucken, auf deine Brandenburger. Okay. So, das sind insofern mache ich das. Ja, ich habe jetzt gemessen, ich mache das. Das heißt, bewegt auf die 4. Ja. 2 Stück. Was hat denn für eine Waffe, was für 2 Schuss hat? Ein schweres MG. Okay. Und auf die 4. Halt oder? Mit einem Pin. Genau. Jo. Dann sind wir soweit durch. Okay, nochmal einen leichten Schwenk darüber. Da hinten ist ganz schön viel passiert. Das heißt, da ist die Verstärkung eingetroffen und hat den Panzertrupp da schon mal ein bisschen weggeprotzelt. Oh, der Panzer hat diesmal nicht so viel gemacht. Die Brandenburger sind vor und haben einen Mann verloren. Der Bobic ist reingekommen hier und steht jetzt vor den Jungs. Und dann geht es jetzt in die Runde 4. Okay, Runde 4. Rot. Dann nehme ich mir noch einen Würfel raus. Ich muss dem Chef den ersten Befehl geben und wenn der den Befehl gegeben hat, dann kann ich meinem Panzer den Befehl geben. Der Chef, der geht einfach down. Und jetzt kommt die große Stunde, hoffe ich mal, des Panzers. So, ich habe den Test für den SU Schlag mich tot geschafft und der schießt mit seiner schweren Haubitze auf den Panzer 4. Er hat sich bewegt auf die 4, da liegt die 1, dann war es das. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wieder rot. Ja, dann aktiviere ich natürlich insofern hier die Jungs. Ist jetzt nur die Frage, ich könnte jetzt einfach genau platt machen. Also ich sage hier mit denen, sage ich einen Angriff an, ich bin point blank. Das bedeutet... Sind die eigentlich auch Zehnkämpfer? Die sind keine Zehnkämpfer, weil ich denen keine... Also kann man aufrüsten zum Zehnkämpfer? Du kannst ja fast jeden Trupp, muss ja 2 Punkte bezahlen. Das heißt, das sind insgesamt 6 Würfel. Und das sind Veteran. Auf die 5 und dann. Wer weiß, ob es richtig war, aber das werden wir jetzt sehen. Also, auf die 5. Eine 5 dabei. Ein Tote. Mann. Zack. Okay, dann kannst du zurück. Genau. So, geht jetzt einfach voraus. Immer mit ein. Ja. Ich glaube sogar, ne, die schwere Rüstung hätte auch nur auf die 5, aber du hast 3 und 2. Also. Ach, Jakob erzählt die Rüstung. Ne, ist ja dann gegen Schuss. Okay. Ne? Ja. Okay, dann haben wir das schon mal. Wieder rot. So, gehe ich mal erstmal einen Tiger 4 Test, vielleicht hat es sich dann schon erledigt, ne, hat er geschafft. Ich schieße auf die Brandenburger, 3 Schuss, ich treffe auf die 3, 2-mal. Finde ich mal mit bevor. Genau, und auf die 4. Eine 6 dabei. Nochmal. Tote und ein Pin. Jetzt aber du, jetzt kannst du... Ich gebe dir einen Run und du müsst aber noch testen. Genau. Diese regulär, das heißt die 9. Genau. Nee, auf die 8. Auf die 8, genau. 6. Okay, dann weg. Bin ich mal gespannt. Ja. Ja, kannst du jetzt einfach sagen. Ja, aber auch bitte. Jo. Zack, zack, zack. Das heißt, da so. Ist der Chef. Egal, 5 Stück haben. Und 5 brauchst du. Nee, der Chef muss ja beraten. Ah, der hat das Kämpfer. Sackmaschine. Okay.
Dann ist die 6. Machst du nochmal? Ja, ich mache das erstmal nochmal, also für die 6. Noch eine 6. Okay, das ist dann Chef raus. So, jetzt die zusätzliche Attacke von dem. Ja. Nein. Okay. Und dann sind dann noch... Moment, dann vier Stück? Vier Stück auf so. Fünf. Genau. Einmal schon tot. So. Noch einer tot. Okay, so. Dann schlage ich zurück. Dann schlage ich mit 4 zurück. Auf die 4. Genau. Zwei Stück. Und jetzt wird weiter. Was? Nee. Achso, die 6, ja. Nee, ich meine, jetzt wird weiter gekämpft wegen Unentschieden, ne? Genau. Moment, 2 raus. Nehme ich den. Nehme ich den. Und der steht eigentlich. Ja. Gut, dann schlage ich wieder zu, ne? Ja, wir schlagen jetzt beide gleichzeitig. Jetzt gleichzeitig? Ja, klar. Okay, dann fangen wir. Ne, fang du. Du hast ja auch nicht. Okay, dann wieder die Zapfmaschine. Wieder 6. Ja. Noch einer gestorben. Und jetzt, die dürfen wir zeitgleich zuschlagen. Auf die 4. Und nochmal 2 Sechsen. Ich guck nochmal. Noch eine 6. Ist da was Besonderes drin? Ja, die LMG. LMG. Der Chef hat den. Dann. Chef auf 2 Plus und LG dann. Ne, dann mach 2 raus und dann. Obwohl der Chef ist verlockend, wenn er eine 1 würfelt, ist er weg. Ne? Ja, okay. Dann auf den Chef. Einer soll der Chef sein. Okay, Sonderregel für Deutsch. Genau. Nein. Nein, dann ist LMG und. So, okay, dann. Dann wieder weiter, ne? Genau, dann geht's wieder weiter. So, jetzt aber Konzentration. Genau. Ich mach jetzt. Die erste Attacke. Genau. Auf die 5. Ja. Nein. Okay. Dann. Auch nicht. Auch nicht. Dann nochmal. Nein. Ich würde doch mal eine 4. Da ist die 4. Reicht dafür dann. Regulär. Ja. So. Jetzt müsstest du aber, glaube ich, nochmal weiter machen, oder? Weil du die Hälfte verloren hast. Ich meine auch nach, ich weiß nicht mehr. Da liegt die 10. Ohne Chef werden sie tot. Müssen wir nachgucken. Okay, wir haben jetzt nochmal nachgeguckt in Bezug auf, weil die über die Hälfte verloren haben. Aber hier steht drin, im Nahkampf, sie gewinnen, ungeachtet der Verluste, die halt passiert sind, weil sie so euphorisch sind, weil es insofern und gemacht haben. 1W6 vom Nachgucken. 1W6 genau neu formieren. 5, dann. Gehe ich an den Rad. Okay, dann geht's weiter. Okay, dann würde ich eine Panzerbüchse versucht auf deinen Panzer zu schießen. Ich versuche den zu aktivieren. Schauen wir mal. 10 Down. Ne, hat sich Panzer 4 regelt schon. Muss man eigentlich dabei haben, ne? Muss man dabei haben. Nochmal. Dann probiert das der im Nachbarhaus direkt auch nochmal. Der hat es aber geschafft. Das heißt, lange Reichweite auf die 4. Da liegt die 2. Mhm. Nochmal rot. Ich versuche die hier zu aktivieren mit Schuss auf deine Jungs da. Geschafft. Das heißt. Jetzt bleibt nur zu gucken, ob es 30 Zoll sind. Jawohl, passt. Das heißt, auf die 3. Kommt Würfelchen. Nein. Ah, 1. Okay. Schwarze. Der Scharfschütze will auf die gehen. Passt. Okay. Zeit auf die 3. Ja. Auf die 4. Nein, aber okay. Mit. Ja, kriegen sie. Okay. Schwarz. Die Jungs. Hm? Hätte. Ist der offen? Die würden advancen in die Richtung und würden schießen auf die.
Okay, dann nehme ich mir einen Würfel raus und... Genau. Genau. Okay. Zählt nicht. Das heißt dann lange Reichweite. Mhm. Dauer noch die 6. Ja. Eine 6. Mhm. Das ist schon mal der Treffer. Und die andere auf Doppel 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann nur die eine 6. Ja, auf die 4. Nein. Okay. Gut, dann habe ich den, ich habe den Sack. Schwarz. Pannenburger. Wanzen und dann versuchen auf den Trupp zu schießen. Mit so einem Wagetest natürlich. Ne? Mhm. Und so in der Linie zum Flur. Das heißt auf die 8, wegen hintereinander. Ja. Okay. Und dann geht's nach. Rot. Ja, dann will die Panzerbüchse auf die Jungs hier schießen. Mhm. 10 geht er down. So. Das klappt ja heute klasse mit dem Moraltest. So, dann schwarz. Ja, jetzt aktiviere ich ihn. Mhm. Also nur advance und dann darauf schießen. Ja. Da kann ich auch Moment, ich mache das komplett richtig zurück. Aber ich will Kuppling haben. Bin ich wirklich so nah daran? Ja, will ich. Volles Programm da drauf. Okay. So, jetzt muss ich noch überlegen, wie ich schieße. Einmal 6 Schuss und einmal nehme ich ganz normal die normale Pack. Also nicht HE, sondern normale Pack. Mhm. Ja. Okay, das hat erstmal mittelschwer das MG. Das heißt. Auf die 3. Ja. Das heißt auf jeden Fall Pin. Siehst du die Würfel nicht? Wieso? Und hier sind die 6, ne? Mhm. Okay, also schon mal Pin. Und jetzt, ja. Ja, ja. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Gut. Rot. Dann versuche ich die zu aktivieren und schieße auf den Truck. Minus 3. 5 haben sie geschafft, Pin geht weg. Das heißt 5 Schuss, lange Reichweite auf die 4. Okay, Pin. Und Streu. 6. Streifschuss gibt es bei dem nicht. Dann hat der Tabelle gewürfelt. Genau. Ja. Das heißt, da liegt eine 5 und das müsste kaputt sein. Sicher? Ja. Also 4, 5 und 6. Dann würfel bitte. Das. Zack. Okay. Gut, Jungs. Schwarz. Ja. Mein Pack. Deine Panzerbüchse. Panzerbüchse, ja. Auf dein Panzer wieder. Hat 11 Deckung oder keine Deckung durch die Lücke? Ja, du schießt ja hier. Okay. Ja, wieder für 5, ne?
Ja. No. Okay. Weiter geht's. Rot. Dann aktiviere ich die mit einem Rallye-Befehl. Okay. Ja. Geschafft. Alle Pins weg. Jupp. So, dann Rot. Er ist in der letzten Runde gekommen. Ja. Das heißt, die müssen erstmal testen machen und würden dann einsteigen wollen. Da machen sie auch. Ja, das nutzt nichts. Komm. Super. Gucken wir mal was. Eins. Mit zwei dazu wegen. Ja, beschießen sie ihren eigenen Truck. Ja, dann machen wir. Zwei Schuss. Also treffen. Gut, Ben. Auf die zwei. Mit minus drei? Nee. Du dann. Gut, dann sind die down. Und nächster. Und nächste, rot. Muss testen. Achter hat er geschafft, der ist regulär. Ja. Dann zieht der sich noch etwas zurück. Der ist regeltechnisch nur so in einem Truck, ne? Ne, der ist zweimal Radfahrzeug. Ah. Also keine Ketten. Und dann bist du noch dran. Der Würfel. Ja, ja. So, was habe ich noch? Ich habe noch einen Panzer, ne? Ja, ja. Okay, Feuer da drauf, also ja. Das Dings da drauf und das so versuchen da drauf. Okay, länger als 36. Kommt an, okay. Kommt dann länger als 36. Länger kommt es nicht an, okay. Dein Moral-Test? Ja. Auf die 8. Regulär ist 9, minus 1 ist 8. Ja. Dann haben sie geschafft, Pen weg. So. Auf die 4. Und nein, nicht. Okay, das war insgesamt die blutige vierte Runde. Und zwar hier hinten habt ihr gesehen, dass hinten wurden die der Sturmpioniertrupp ausgelöscht, der Schwarze Tod, die maritime Einheit wurde auch gut dezimiert. Dann ja, sind die Brandenburger niedergehalten. Da hat Leister die Haubitze verloren, sonst hätte ich eventuell den Trupp hier ausgelöscht. Und die Jungs sind down. Und ja, so sieht es momentan aus. Sieht momentan schwer aus, dass wir an die Bunker des anderen kommen. Das wird wirklich schwer. Okay, wir sind in der fünften Runde. So, okay. Die Jungs habe ich hier down gelassen. Da muss ich gucken. Ich glaube, da kann ich direkt irgendwas abziehen. Und die Jungs habe ich auch down gelassen, weil das bringt sonst mit denen nichts. Mit Tiger 4. Das wäre total blöd. Und wir schauen kurz nach, wann das mit dem Down abgehandelt wird. Okay, wir haben nochmal nachgeguckt. Der Würfel bleibt und sie verlieren W3. Also das heißt hier keine Pins mehr. Das war schon mal nicht schlecht, dafür sind sie down. Und hier für die Jungs, da liegt die 2. Also haben sie nur noch 2 Pins und sind auch down. Okay, jetzt geht's los. Thomas zieht. Rot. Ich nehme doch zuerst die Haubitze. Das heißt, wieder auf die Jungs. Okay. 7 haben sie geschafft. Das heißt, auf die 3. Komm, Schätzchen, mach mal was. 2! Mann! Jetzt enttäuscht sie mich aber. Okay, dann gib mir noch einen zweiten Würfel aus. Okay. Dann er kriegt wieder seinen Down-Befehl und dann Haubitze auf deinen
Tiger. 10 ist er down. Hat sich schon dein Tiger 4 schon wieder voll gelohnt. Jetzt bin ich dran. Ja. Okay. Der Sniper oder Rapper? Genau, Feuerbefehl auf die Jungs. Okay. Auf die 3. Nein. Okay. Ich wieder? Mhm. Die Jungs kriegen einen Run-Befehl. Mhm. Und zwar so weit wie möglich ans Wasser. Mhm. Auf die 8. Noch eine 8. Ein bisschen weg. Und dann dürfen sie eigentlich bis ans Wasser auch kommen. Rot. Kriegt der einen einfachen, ich mach's schon wieder, aber ist egal, der kriegt einen einfachen Feuerbefehl auf die. Okay. Erstmal Tiger 4 Test. 7 haben wir geschafft. Und das heißt, 3 Schuss auf die 2. Alle. Pin, Horizontpunkt. Und auf die 3. 2 tot. Okay. Hier, er kriegt einen Befehl und schießt auf die Jungs. Ja. 8 hat er geschafft. Das heißt, das dürfte sogar vielleicht inzwischen 18 Zoll sein. Ja, das heißt, er trifft auf die 3. Ja. Jawohl. Und auf die 2. Ja. Jawohl. Nochmal. Jawohl. LMG. Dann nehme ich das dicke Maschinengewehr raus. Und noch einen Tipp. Ja. So, der war ja schon mal nicht schlecht. Ich. Mhm. Ja, doch. Ich mache einen Feuerbefehl. Mhm. Ich versuche es wieder. Da drauf und das da drauf. Also LMG auf den Trupp, an die vorbei. Ja, okay, okay. Und also erstmal auf die 4, nee. Auf den Panzer. Ja. Ja. Nein. 2, 4, 6. Das müsste jetzt lange Reichweite, also auf die Augen. Lange Reichweite auf die 4. Jo. Und auf die 3. Alter. Ja, einer. Nur 2 ist keine 3. Ja, genau. Meiner einer. Dann schieße ich auch, will ich, also will hier der aus dem Fenster auf deine Leute hier schießen. Das heißt, lange Reichweite. Panzer 4 Test. 9. 10. 10, genau. Geht down. Geht down. Ich. Ich darf nicht rennen wegen dem Fluss, ne? Genau. Waren sich die schießen auf den Trupp. Oh ja, okay. Da sind 2 Pins. Das sind regulär. Auf die 7. Genau. 6, ein Pin weg. Stimmt, denn die hast du rausgeschossen. Genau. Seine Träger können wir schießen. So. Ja, ich denke mal alles, ne? Ja. Das heißt, für den einen auf die 3.
Auf die 5. Auf die Dorf, ja. Und dann auf die 6. Auf die 5. Nein. Und dann noch 4 auf die 6. Nein. Meiner einer. Dann versucht er. Zack. Ja, ich probiere es einfach mal. Ich sag an, die wollen auf die Brandenburger schießen. Haben sie geschafft? Okay. Wahrscheinlich kommt nur das LMG an. 36 Zoll, jawohl. Das heißt, leichte Deckung, lange Reichweite auf die 5. Das sind 3 5 und eine 6. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt brauche ich 5. Da sind 2 5. Private Test. Gute Jungs. Sogar ohne Chef. Das heißt auf die 8. Der Chef ist noch da auf die 8. Ja, auf die 8, okay. Nur 6. Ja, kein Pin weg. Also, na, ist ja nur so. Ja. So, okay. Aber. Da ist mein Stasi. Okay. Dann mache ich einen Randbefehl an ihn. Aber ich würde sagen, jetzt sieht er den Tiger, hat eine 8 geschafft. Wohin? Das heißt, er fährt nach hier, dreht einmal, darf sich zweimal drehen. 24 Zoll weit fahren. Dann fahre ich erstmal bis hier. Und fahre dann nochmal. Bis hier. Ah, ne, gut, tschüss. So. Ich? Du hast deinen Panzer noch? So, meine Panzerbüchse. Ja, süd dich an. Auf deinen Panzer. Nö. Nächster Würfel. Ja. Der Advance da vorne und teilt das Feuer auf. Und zwar einmal hier drauf und einmal da oben drauf. Beide mal mit im also LMG hier drauf und LMG hier drauf. In diese Richtung. So nah wie möglich ran. Nachdrehen, mal zoll. Oder halt, ne? So, dann ist das ein Advance. So, dann 6 Schuss auf die 3. Jo. Moment mal, stopp. Wieso auf die 3? Cold Blank? Ja. Bewegt. Und down. Down, ja. Also auf die 5. Okay. Down vergessen, nochmal auf die 5. Nein. Nein. Okay. Ja, und dann. Die auch da? Ne, die sind nicht da, ne? Da sind ja geschossen. Das sind 18 Zoll, das passt also noch. Das heißt, bewegt. Dann auf die 4, also wenn es 18 Zoll sind, dann auf die 4. Bewegt, ne? 6. Ja, das war mal ordentlich. So, oh, und auf die 4. Ja, andere Flugboss. Okay. Ne, Würfel ist hier, genau. Würfel ist draußen. Dann kannst du frei spielen.
Ah, ich habe die noch und die noch. Okay, die haben nur einen Pin. Dann Panzer, Büchse auf ihn. Ja. Hat er geschafft. Ja. Das dürften jetzt, ja, ich weiß noch, ob es 18 Zoll sind. Könnte knapp. 18 Zoll, Suki, also auf die 3. Also der kommt dahin, der kommt gleich dahin. Da hat der hier. So, auf die 3. Jawohl. Seitenpanzerung, also hat er nur noch eine 7. Nein. 1, aber getroffen, genau. Moment. Du kannst kaputt machen, also kann ich es nicht wegmachen, ne? Ja, du warst, ne? Oder kannst du kaputt machen? Ja, komm. Die sind schon nicht gewürfelt. So. Man findet es ja auch nicht verkehrt. Okay, wieder kleines Resümee. Da hinten hat der Panzer aufgeräumt, hat mein sich tapfer wehrendes leichtes Maschinengewehr-Team ausgelöscht. Den anderen konnte er jetzt leider nichts machen. Und hier vorne, die Brandenburger sind ziemlich dezimiert und auch der vordere Trupp hat schon sein Maschinengewehr verloren. Und da hinten sieht es auch auf der anderen Seite jetzt hier, sieht es auch ziemlich nicht mehr ganz so voll aus. Wir sind in der sechsten Runde und dann geht's los. Rot. Okidoki. Schwierig. Das heißt, zweiter Würfel, entweder ihn oder doch nochmal auch mit auf den Panzer schießen. Der könnte mir nochmal gefährlich werden. Das heißt, ich entscheide mich hier für die Panzerbüchse. So, auf den Zwei wieder, ne? Erstmal, ah, ja. Zack, geschafft. Und auf die 3, da liegt die 1. Verdammt, okay. Nochmal. Das ist noch eine zweite Panzerbüchse. Das probieren wir nochmal. Wieder geschafft. Und auf die 3. Jawohl. Pin. Und nochmal eine 1, aber zweiter Pin. Gut, dann geht's weiter. Nochmal. Serie. Der ist schon mal zugepinnt, vielleicht nochmal pinnen, weiß nicht. Dann, Haubitze. Rot. Auf die Jungs. Okay. Zuerst wieder der obligatorische Test. Mit einer geschafft und auf eine 3. Eine 6, jawohl. Das tut weh. Immer zum Schluss, ne? Alle. Innerer Kreis, das heißt 5 Stück, minus 3, auf die 2, 2 Einsen dabei, Hammer. Moral-Test und ja, und die Gegner Pins, ich glaube, muss mal gucken, ich würfel mal, also mindestens 2 Pins, glaube ich. Und 3 waren tot, ne? Und ja, 3 waren tot, genau. Schon mal 3 raus. Pins, W3, jawohl. Okay, wie viel 2? Also 2 Pins, genau, noch drauf. Das heißt, regulär auf die 6. Ja. Okay, und hasta la vista, Baby. Gehst du bitte an schwarzen Runde? Ja, gerne. Da hat sich die Haubitze wie immer gelohnt. Nochmal gelohnt. Rot. Ich schieße hier nochmal auf den Panzer. Das müsste dann halt lange Reichweite sein, wenn ich den Moraltest schaffe. 36 gerade so. Und. Was willst du schießen mit der Pack? Nein, hier mit dem Panzerbüchse.
Ne, von den Fenstern her. Waren, ja. Waren die nicht vorne dran? Hier sind die Fenster. Hier. Okay. Soweit geschafft. Auf die 4. Da liegt die 4. Das heißt noch Pin. Und da liegt schon wieder die 1. Also noch der dritte Pin kommt dran. Ich bin schon wieder dran. Dann nehme ich mir noch einen Würfel raus. Und den brauche ich gar nicht. Ja. Ich habe ja ganz viele Befehle schon gegeben. Das heißt, er schießt natürlich auf deinen Panzer, sofern er seinen Panzer 4 Test schafft. Dann das lieber, glaube ich, 30 Zoll, ja. Normale Reichweite, also ganz normal auf die 3. Da liegt die 4, das heißt getroffen. Ich glaube, die gibt aber mehr Pins. Und auch vom Panzer? Was soll da anders sein? Weiß ich nicht. Ja, du musst ja nur unter dem die DSK den 3er macht plus die, ne, die 4er macht plus 4, der kriegt plus 5, ne, W6 sogar. Es gibt W6 Pins. Einen! Super! Haben wir das ja schon mal geklärt und jetzt, der hat eine Vorderpanzerung von 9, richtig? Und ich habe plus 5. Da liegt die 5, das heißt ein Streifschuss. Und also 1, er ist down, kriegt noch einen zusätzlichen Pin und ich kann für Türme. Nein, Turm ist nicht blockiert. Okay, dann rot, dann würde ich denen einen Advance-Befehl geben und ich schieße natürlich auf deine Brandenburger. Der Chef ist nicht mehr da, nur noch 8, Tiger 4, 7 und da liegt eine 8, das heißt sie gehen down. Rot, das heißt hier... Die kriegen einfach einen Feuerbefehl, Tiger 4 Test 6, minus 1 ist 7, Tiger 4 8, passt. Pin geht weg. Ich habe noch 4 Schuss, 12 Zoll. Der noch 2 auf 12 Zoll, das heißt unerfahren auf die 4. Kleines Team. Kleines Team auf die 5. Quatsch, Moment, halt, das ist Quatsch. 2 auf die 5. Nein, und 2 auf die 6. Auch nicht. Okay. Dann. Schwarz. Der Junge wird es nochmal reißen. Bevor der. Ja, ich weiß nicht, ich teste mal lieber, was ich mache. Ein Feuerbefehl. Der Turm da drauf. Oh, das andere da drauf. Yes! Sieben. Okay. Schwarz? Ja, auf dein Panzer wieder. Mit der Panzerbrücke? Mhm. Ja. Nein. Okay. Weiter geht es. Schwarz. Das müsste mein letzter sein. Es ist noch einer drin. Die Brandenburger sind noch dran. Ach, doch einer noch drin. Der kriegt einen Feuer und wird auf die schießen. Okay. Also, die 3. Nein. Okay. Rot. Ich habe noch den Chef. Und deine Marine. Und meine Marine. Soll ich es probieren? Die Marine sieht deinen
Dings nicht. Also ich würde denen einen Rangbefehl geben. Das heißt, ich brauche eine 7. Da ist eine 7. Das heißt, sie sind insgesamt auf 6. Und jumpen mal hier hin. Ich habe 6 Pins. 2. Wir hatten 3. Okay. Haben es geschafft. Und sind gerannt. Chef geht down. Jo, advance. Alles klar. Auf die 8. Dahin und würde die beschießen. Ja. Geschafft, ein Pin weg. Schuss, bewegt, zählt nicht, dann lange Reichweite. Down auf die 6. Auf die 3, bewegt auf die 4. Die bewegt nicht. Das ist ja eine lange Reichweite auf die 4, down auf die 6. Okay. Gut, ich habe noch 2 Stück. Das ist der Truck. Lass den vorfahren. Hier in die Richtung. Und. Das bitte noch. Achso, genau. Jo, geschafft. Bobic. Der macht eine Rennbewegung. Hat es mit 7 geschafft. Und. Wohin? Geradeaus. Okay. Kachelt mal 24 Zoll hier hin. Ja, eine Drehung drauf. Ne, beim Rennen nicht. Doch, das Radfahrzeug. Ja. Dann würfel ich mal, ob es weitergeht. Oder hast du noch einen Würfel? Nee. Dann, jetzt kommt es drauf an. Jo. Was? Ja. Okay. Gut. Dann packen wir kurz ein. Okay, kleines Fazit schon, während Thomas nachguckt, ob es weitergeht. Und zwar. Die Deutschen sind schon sehr dezimiert. Da hinten ist wie gesagt noch ein Panzer. Hier noch der zweite Panzer, der aber jetzt auch 2 Pins hat. Und dann hier noch so ein einsamer Brandenburger. Ja, und da hinten noch eine Panzerbüchse und eine Scharfschütze. Spielt ja einen weiteren Zug. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. So, ich habe noch den dicken Panzer, ich habe noch die regulären Trupp. Die Unerfahrenen auch noch ein bisschen, da hinten auch noch so ein paar Marines. Und ja, dann geht's weiter. Okay. Bobic sieht deinen Wagen nicht nur als Sichtschutz, das heißt, er fährt halt hier ran und schießt. Das heißt, dann auf die 5. Ja, bewegt auf die 4, Point Blank auf die 3, kleines Ziel auf die 4. 6 und dann. Und ja, von der 6. Genau. Und die ist bei 1. Oh, ja, okay. Okay, nochmal. Ja. Dann gib mir noch einen Würfel. Ne, Quatsch, brauche ich nicht. Der erste Befehl ist da erfolgt. Er schießt nochmal auf deinen Panzer. Und Fuber. Und eine 5, das heißt. Sogar eine 6. Ja, wieso das? Minus 2 auf der Liste. Okay, ja. Achso, ne, dann ist es eine 3. Dann ist es eine 3 und er fährt zurück. Eins ist das Böseste, was passieren kann. Ach, es geht in die andere Richtung. Genau. Ah, Mr. Fuber ist hier am Berg. Nochmal. Gut, der könnte ja vielleicht noch böse sein. Das heißt, Feuerbefehl auf deinen Panzer. Ja. Tiger 4 Test geschafft. Ja. Auf die 3.
Geschafft. Nächster Pin. Eine 2. Passiert nichts. Okay. Zugepinnt. Ja. Nächste Panzerbüchse. Die 8 geschafft. 9 minus 1. Passt auf die 3. Eine 1. Passiert nichts. Okay, weiter geht's. Ja, dann sollen die einen Advance-Befehl bekommen. Auf die 7 zunächst. Das hat geklappt. Und schießen auf deinen Brandenburger, was anders gibt, ja. Also absolut keine Chance. Nicht bei der Deckung, was? Nee, eigentlich nicht. Du gehst ja da über die Steine drüber. Du hast schon ein kleines Ziel. Bewegt. Unbewegt. Und unerfahren, das heißt, also 4 Schuss auf die 6. Genau, hier auch noch schön hier ran, schön drüber. Nein. Nö. Okay. Was passiert? Feuer auf die. Ja? Dann lass ich die, gib mir noch einen Würfel aus, lass ich die down gehen. Okay. Ja, dann Reichweite nicht. Du bist in Deckung. Also Deckung. Down. 6, ne? Ganz Ziel? Doppel 6. Ja. Nice. Okay. Okay. Dann. Und zwar Haubitze, schieß auf deinen Panzer 4. Mit 7 Tiger 4 Test geschafft. Das müsste jetzt allerdings lange Reichweite sein. Und das war's aber auch. Das heißt, auf die 4. Jawohl. Und Template. Ja, gut, dann passiert nicht mehr. Mehr krieg ich nicht runter. Müsste ein DSK von 3 haben. Das heißt, ich kann. Sicher? Ja. Und das heißt, ich brauche eine 6 zum Verwunden, aber du kriegst 2 Pins. Okay. Brandenburger. Mhm. Einfach einen Feuerbefehl. Okay. Und schieß auf die. Okay. Ja, 12 von hat man eben, das heißt nur lange Reichweite. Ja, erstmal testen dann. Ja, aber das auch noch. Ja. Okay, dann schafft, Pin weg. Das heißt lange Reichweite auf die 4, 2 Schuss. Ja. Nein. Okay. Ich? Ja, Panzer. Ne, und Scharfschütze, genau. Der Scharfschütze auch auf den. Oder was haben wir sonst noch? Weiß nicht, okay. Auch auf den Trog mit Feuer. Ja. Oder sehe ich irgendwas? Ne. Auf die 3. Ja. Mhm. Auf die 4. Chef hatten wir schon, sonst ist nichts Besonderes dran, ne? Eine Panzerfaust, aber die spielt doch. Doch, wollten wir sie einfach noch raus. Genau, weil wir es können. Und noch ein Pin. Kern noch aktiviert, wenn theoretisch. Ja, klar. Dann entwarne ich den und würde dann so und dann drehen und gucken, dass ich da noch drauf schieße. Moment, ich könnte mich so drehen, das heißt, ich könnte. Ja, eine MG da drauf und. Das andere MMG auf eine. Ne, ich mach's anders. Also die mittelschwere Pack da hinten drauf und das MMG da drauf. Mhm. Und erstmal, ob ich es schaffe überhaupt. Genau. 9 auf die 5. Genau. Und 6. Okay, down. Ja, wenn ich anders erwarte. Ja. Ja, dann wir treffen auch schwer gewesen noch mit 2 Pins. Ne? Klar. Wow. Warum nicht? Ne, klar, muss ja. Okay, ja, dann
versuche ich mit denen, gebe ich einen Feuerbefehl. Das heißt, schauen wir erstmal 9 down. Okay. Okay. Der macht es eh vorbei, also muss ich hier mit ihm auf deinen Panzer? Ja, der ist ja stehen geblieben, ist ja eben drauf geschossen. Ich glaube, ich kann auf deinen. Doch, es würde gehen. Ich bin so hoch. Alles so gut. Ich schieße auf den. Genau, auf ihn würde ich schießen. Erstmal Test. 10. Down. Ja, viele, viele Dinger verkackt. Jetzt geht der down. Noch 2 Stück. Ja, ist dasselbe Spiel wie eben, ne? Okay. Das heißt, wir kriegen Feuer. Ich glaube, den Panzer kriege ich sowieso nicht. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Linie ziehen. Also nochmal, es wäre Panzerschild, wäre beim vermutlich nicht beim Treffen, ne? Genau. Das heißt, das wäre wahrscheinlich dann lange Reichweite. Mhm. Hälfte Entdeckung. Minus 2. Ja, die 5. Okay. Nee, Moment. Ja. Das war noch eine Frage. Ich überlege, ob ich aufteile oder nicht. Thomas. Es ist nicht mehr kriegsentscheidend. Also doch, man kriegt auch Punkte für. Achso, ja genau. Okay. Das war komplett. Stimmt, für ausgeschaltete Einheiten. Hier kriegst du schon die Hälfte, hier kriegst du noch nicht die Hälfte. Ich komm, was soll das? Hm? Also das da oben drauf und das MMG hier drauf. Das ist Quatsch, ne? Weil hier kriegst du schon die Hälfte. Hier ja, aber kompletter geht schon noch mehr, oder vertue ich mich gerade? Ja gut, aber du wirst es nicht ausschalten. Aber gut, alles da, gut, nimm die vor. Oder was nicht so komplett gibt es noch mehr Punkte, ne? Die Chance, dass du mich da unter Hälfte schießt, ist größer, als dass du die auslöschst. Ne? Aber ist okay. Hier brauchst du einen, hier brauchst du 4. Da, ja, die verbundest du auf die 3. Das geht ja da oben hin. Mit, ja, weiß ich. Ja, okay. Da sind das 6 Schuss hier drauf. Ja, mach erstmal einen Test mit minus 4. Achso, wir können das nicht. Ja. 9, nee, 8. Auf die 5 brauchst du. Ja, wieder. Nee. Okay, siehst du. So. Nee, aber verstehst du, hier hättest du noch einen gebraucht und da hättest du die Hälfte der Punkte gekriegt und hier hättest du 4 ausschalten müssen. Ne? Deshalb wäre es wahrscheinlich. So, ja, ich glaube, was ist noch drin? Der Truck. Der Truck. Kannst du eigentlich, ja, macht der nichts. Der macht nichts. Dann war's das. Dann war's das. Okay, am Ende des Spielzuges bin ich mit einer Einheit, die kein leerer Transporter ist, an deinem Dings und habe damit deine Sache zerstört. Ja, okay, wir sind's nochmal mit einem Fazit. Und zwar war jetzt eine Sache, war uns jetzt auch nicht ganz klar. Und zwar, seht ihr hier, ist mein BA-64, der Bobbik, der ist an dem Missionsziel dran. Laut dem Missionsziel bzw. Szenario 6 wäre das eine Feindeinheit, die am Ende des Spielzuges an dem Missionsziel ist und das würde dann als zerstört zählen. Allerdings auf dem Turnier steht drin, dass feindliche Fahrzeuge kein Missionsziel einnehmen können. Da sind wir uns jetzt also auch sehr unsicher. Wir können ja Missionen 1 bis 6 spielen. Es gibt Situationen, Szenarien, wo diese Sache einen Sinn gibt. Wenn ich jetzt hier einfach über den Missionszielmarker drüber fahren würde, aber das wussten wir jetzt nicht. Also, wir haben es jetzt einfach mal gesagt, ich habe das Missionsziel insofern nicht erfüllt. Dann ging es nur noch um die ausgeschalteten insofern Einheiten und wenn Einheiten zur Hälfte ausgeschaltet sind. Und da hatte Tommy mir 539 ausgeschaltet und ich habe ihm 700 und ein paar gequetschte 20 ausgeschaltet. Von der Punktematrix wäre das dann ein 11:9 für mich gewesen.
Ich fand es wieder ein total Haubitze, spannendes Spiel. Haubitze hat jetzt einmal so einen Trupp weggehauen, ansonsten ist er auch ziemlich viel an... Ich glaube auch einmal den Panzer 4 gepinnt. Panzer 4 gepinnt, genau, war auch nicht schlecht, ohne durchgekommen zu sein. Gut, ich habe mal versucht, jetzt ein klein bisschen anders zu spielen. Habe mich trotzdem verleiten lassen, den Aufklärer immer früher einzusetzen. Den sollte man ja eigentlich warten, damit man vielleicht noch reagieren kann. Ja. Der Flanke und dein Trupp hat wieder sehr gut funktioniert. Genau, also Flanke hat diesmal geklappt, obwohl die Brandenburger mir es schwer gemacht haben, weil die nochmal einen zusätzlichen Malus geben. Und ja, bin auch hier frühzeitig mal in Sammeln gegangen, damit ich da auch die Pins verliere und bin auch mal down geblieben, um Pins zu verlieren. War diesmal, ich glaube, taktisch mal gar nicht so schlecht, weil es hätte nicht viel Sinn gegeben, da vorzugehen, weil das Missionsziel war ja, wie gesagt, da hinten auf der anderen Seite. Ja, von meinem großen, dicken, fetten Panzer habe ich aufgrund des ersten Pinnens und ja, nicht viel gesehen. Da hat die Haubitze gar nicht so viel gemacht, wie ich mir erhofft habe. Er selber steht aber noch. Mir hat natürlich jetzt, dadurch, dass ich nur ein schweres MG auf dem Bobbitch hatte, natürlich auch noch so ein bisschen halt Punch gefühlt. Hinten den Panzer konnte ich oft pinnen mit den Panzerbüchsen. Drei Panzerbüchsen sehe ich fast als Pflicht an. Aber ich konnte nicht richtig zu zerstören. Da wäre vielleicht dann doch eine leichte ja, Abwehrkanone, wie sie der BA 10 hat, vielleicht gar nicht schlecht. Ja, es gilt weiter zu testen. Tommy, wie bist du zufrieden so mit deiner Truppe? Du willst auf alle Fälle auch eine mittlere Haubitze haben. Ich würde gerne eine Haubitze einbauen, aber die Frage ist, was ich dafür ändere, das weiß ich noch nicht genau. Genau. Okay, wir gehen dann wieder ins Feintuning. Es wird bestimmt auch noch Testspiele mit dem Tobias geben, der eventuell auch mit will. Dann seht ihr auch mal die Engländer gegen die Deutschen oder gegen die Russen. Ja, wird bestimmt spannend. Das mit dem Fluss fand ich diesmal ganz nett, ne? Also einfach das gemacht, ausgedruckt sozusagen. Ja, und quasi, dass wir diesmal nur zwei Möglichkeiten hatten, auf die andere Seite zu wechseln. Muss man taktischer spielen. Muss man taktischer spielen, ne? Oder da hätte zum Beispiel so ein Schwimmpanzer auch wirklich mal richtig Vorteile. So, wir hoffen, euch hat der Spielbericht gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!